So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Pingus. Wir sind immer noch hier in diesem Krabbelraum. Und wir haben uns in der letzten Folge ja eine tolle Strategie überlegt, die wir jetzt heute einfach ausprobieren. So, Dele. Das heißt, du kletterst jetzt mal hier die Wand hoch. Du kannst es auch ein bisschen schneller machen. Uiuiui. Ja, das passt eigentlich. So. Dann kannst du hier von mir aus die ein Loch graben. So, zack. Nein. Genau. Hier baust du keine Treppe. Das ist egal, hier kannst du weiter runterfallen. Genau, du überlebst den Spaß. Normal würdest du dich umdrehen, tust du aber hier nicht. Weil du ja ein schlauer Kletterer bist. Kannst du euch erstmal ein bisschen schneller. So, und hier will ich, dass du mir eine Brücke baust. Hier baust du über diesen Graben eine Brücke rüber. Und dann drehst du da hoffentlich dich bald um. 4, 1, 2, 3 reicht. Perfekt, er läuft hier dieses Ding hoch. Kommt wieder zurück, wenn er da runterfällt. Sehr schön. Hier graben wir nochmal ein Loch. Das war fatal. Das war nicht wie geplant. Das war ungeschickt. Ich hätte den Pingu hier einfach hochlaufen lassen sollen. Nein, wenn er hier runterfällt, stirbt er wahrscheinlich wieder. Das werden wir mit dem nächsten werden wir es nicht rausfinden. Mit dem nächsten Pingu werden wir es leider nicht herausfinden. Das ist ein bisschen schade. Hätte ich nämlich hier die Treppe, dann wäre hier den Weg quasi zurück und dann hätte ich das Loch gegraben. Gut, aber das funktionierte das natürlich prinzipiell, das heißt, ich laufe hier hin. Lass ihn hier die Brücke bauen. Und hier baut er auch die Brücke. So, das reicht. Wunderbar an die Wand. Ausgezeichnet. Jetzt überlege ich mal kurz, kann ich das noch retten? Also ich brauche auf jeden Fall nochmal einen Kletterer, der nochmal hier rüber geht. Der läuft hier ganz normal weiter und dann fällt er natürlich hier runter, ja, ist logisch. Ich will aber, dass der sich eigentlich umdreht. Ja, das mache ich hier mit meinem Bergmann. Perfekt. Ich baue hier die Brücke. So. Kommt jetzt hier an den Rand. Das passt. Ja, der läuft hier jetzt natürlich wieder hoch, aber das ist mir jetzt egal, weil du dir hier jetzt natürlich schon einen Weg graben kannst. So, der fällt hier runter, der überlebt es, das passt schon. Ja, das war die Karte. Perfekt. So muss es sein. Und damit habe ich auch alle Pinguine gerettet, was ich sehr schön finde. Und damit haben wir auch diesen Levelabschnitt vollständig erledigt. Gut. Haben wir das erledigt. Jetzt gibt es hier noch ein paar andere Karten. Wir wollen das natürlich irgendwie halbwegs chronologisch machen. Das heißt, wieso steht denn da 11 und da 7? Hier gibt es eine Karte, die heißt Halloween 2007. Die werden wir natürlich als nächste machen. Danach werden wir Weihnachten 2007. 11, ne? Wird wahrscheinlich November sein. Weihnachten 2007 machen.
Und ich glaube, ich fasel hier jetzt gar nicht lange herum. Wir machen jetzt die Halloween-Karte. Ein Sprung, um alle zu retten. Ein Sprung, um alle zu retten. Die Pingus haben festgestellt, dass sie sich auf ihrer Reise verlaufen haben. Na toll. Was ist das für ein rätselhafter Platz? Grinsende Kürbisse, riesige Kerzen und darunter eine brodelnde Suppe. Welches Zauberwerk ist das? Fragezeichen. Ja, Fragezeichen, ne? Intonation ist eine schöne Erfindung. Nun, da sie den tödlichen Schlund vor ihren Augen haben, ist es deine Aufgabe, sie zu retten. Kannst du sie vor einem schrecklichen Schicksal bewahren? 35 Pingos, 30 Rettung, unbegrenzte Zeit. So, da unten ist die brodelnde Suppe. Wie viel Sp 30. Wie viel Sprünge brauche ich, habe ich, muss ich, werde ich? Okay, dafür brauche ich 2 vielleicht. Gut, das sollte gehen. Dann legen wir doch mal los. Okay. Bam. Reicht das? Ich hoffe es. So. Werden wir sehen. Ich habe 6 Brücken. Hier brauche ich ja hoffentlich nur eine. Da drüben brauche ich vermutlich 2. Was bedeuten würde, dass ich schon mal 3 Brücken los bin. Ah, hier brauche ich 2. Drüben brauche ich definitiv auch 2 mindestens. So, das ist erledigt. Ist aber eine schöne Karte, gefällt mir. Hui. Das war wirklich der letzte Meter, oder? Ja, das letzte Eck, die letzte... Das letzte Pixel, die letzte Kante. So. Und noch einen. Ja, da muss ich ja hier natürlich auch wieder jemanden hinstellen. Reicht. Damit sind die hier gerettet. Damit sind die hier gerettet. Wie viel muss ich retten? 30. Ich habe so die Befürchtung, dass ich mit diesen 3 Brücken, mit diesen 2 Brücken, dass ich mit diesen 2 Brücken, die ich da noch habe, hier nicht mehr wirklich weit rüberkomme. Beziehungsweise, dass wenn ich da ein Stück baue, dass die Höhe dann trotzdem tödlich bleibt. Wobei, dieser Höhenunterschied, das könnte passen. Auch diese 2 Höhen sind immer noch niedriger als das. Das heißt, die könnten das vielleicht exakt Tomundo berechnet haben. So. Das finde ich jetzt einfach raus. Klack. Indem ich jetzt dich vermutlich 2 Treppen bauen lassen muss. 3. Ah, das kann passen. Bam. Nein, natürlich nicht. Gut, dann ist doch hier der nächste Blocker. Bam. Eieiei. Das funktioniert ja nie im Leben. Ja, wie kriege ich den jetzt hier weg? Hätte ich mal eine weitergebaut.
Zack. 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 Du blockst. Dann kann ich nämlich mit dir den da rausholen. Und der andere muss dann ja weiterlaufen. Ah, ja, natürlich. So, damit komme ich über diesen Bereich drüber. Und dann wird der hier in den Tod stürzen. Genau. So, es sei denn, ich sage, hier bam. So, das ist jetzt einfach mal ein Experiment. Das werde ich jetzt sehen, wie das funktioniert. Ob das funktioniert. Ich könnte mir natürlich auch hier ein Loch sprengen. Die Höhe dürfte reichen. Das können wir ja beim nächsten Mal ausprobieren. Nein. Bomber. So, Bomber. Hier wollte ich... Ach Gott. Meine gerade... Das hat ja spitze funktioniert, aber auch der andere hat spitze funktioniert. Das war ja spitze, sozusagen. Gut, das hat sehr schön funktioniert. Also offensichtlich muss ich definitiv hier rüber springen. Ich weiß allerdings nicht, wie ich die Pinguis, wenn ich sie dann mal da drinnen habe, da rauskriege. Um das auszuprobieren, würde ich jetzt gerne einfach mal hier ein paar Löcher in den Boden sprengen. Einfach nur zum Ausprobieren. Und zwar Exacto Mundo 5. Hier. Nee. Das ist nicht euer Ernst. Nee, da komme ich doch nie durch. Nee, das reicht ja nie im Leben. Außerdem ist es mir viel zu... So, was müsste denn hier gewesen sein und da ist es rum. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. So. Das war die Geschichte jetzt natürlich. Da komme ich jetzt natürlich auch nicht mehr weiter. Das heißt, wir müssen einen neuen Versuch starten. Und was ich hier jetzt versuche, ich könnte mich auch mal hier versuchen, den Boden zu sprengen. Quasi hier so. Der hier ist ein bisschen höher, ne? So, du bist hier mal Blocker. Und dann baue ich hier eine Brücke. Altbekannte Strategie, wie vorher. Plus, dass wir jetzt hier wirklich ein paar Bomben nehmen, die sich hier in Grund und Boden sprengen. So, hier. Der. Der, genau. Da müsste ich da ja durchkommen. So. Das mache ich jetzt aber natürlich erst, wenn jetzt hier meine Brücken fertig sind. Weil ich ja nicht möchte, dass die Pinguis schon wieder über irgendwelche Gräben laufen, die noch nicht vorbereitet sind für sie. Und so, wie ich den Spaß hier einschätze, würde ich dann natürlich dann trotzdem drauf gehen. So, ja, was soll's.
Ich hatte doch 5. Was habe ich jetzt noch 3? Ich habe doch 2 schon verbaut. 5, 4. Ja, das passt. Ah, zählen kann ich auch nicht mehr. Ja, da baue ich lieber nochmal einen. Sicher ist sicher. Und während wir hier auf der sicheren Seite sind, kann ich hier ja mal etwas Unsicheres tun und... Leute sprengen. So, das war auch wieder sehr hilfreich. Ich muss zugeben, ich bin momentan ein bisschen überfragt und stelle fest, dass die Zeit auch schon wieder rum ist. Während also die Pingos hier gemütlich in den Tod stürzen, werde ich diese schöne, leicht morbide Folge beenden. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin. Das war's.